Mir liegt besonders am Herzen die Situation der Betroffenen im Alter. Viele alte und pflegebedürftige Menschen in den Pflegeheimen werden, obwohl sie einen Typ-1-Diabetes haben, fälschlicherweise in die Kategorie Typ 2 eingeordnet. Und das Pflegepersonal wundert sich und ärgert sich womöglich sogar darüber, dass sie sich ganz anders verhalten als Typ-2-Diabetiker. Um die Situation der alten, gebrechlich gewordenen Typ-1-Diabetiker zu verbessern, haben wir die Wieland-Stiftung gegründet. Wieland-Stiftung Diabetes im Alter. Sie versucht durch Schulung der Pflegepersonen, durch Öffentlichkeitsarbeit und durch direkte Aktionen die Situation der gebrechlichen Menschen in der Pflegesituation zu verbessern.